So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Graveyard Keeper und ich habe nachgeschaut, es könnte kaum einfacher sein. Wir brauchen bloß eine Alkoholdistillerie. Können wir die schon machen? Ja. Die bauen wir hier unten rein und dann können wir die Fliegenpilz-Infusion herstellen. Wir brauchen 12 Balken, 8 komplexe Eisenstücke und 20 Steine. Warte, ich schreibe mir das auf. Ich vergesse das sonst sowieso. Hier. 20 Steine, 8 Komplexe und 12 Balken. Dann packen wir da Wein rein. Daraus bekommen wir dann Alkohol. Und das müssen wir dann nur noch mit 3 Fliegenpilzen wieder da reingeben. Okay, einfach haben wir... Wir haben keine komplexen Eisenstücke. So, dann machen wir mal 9 Stück. Geht halt nicht anders. Steine dürften wir inzwischen en masse haben. So, hiervon brauchen wir 12. Die Steine lagert er doch hoffentlich weiterhin hier vorne. Nehme ich mal 20 Stück mit. Oh, ich freue mich. Nächste Woche, Frau Anmut, geht's los. Warte mal, hatte ich hier unten nicht schon was? Ist Gärungsfass. Okay. Ich hatte kurz die Hoffnung. Boah, das müsste ich so mitten in den Weg machen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir so rankommen. Und ich will es jetzt nicht probieren, weil sonst sind unsere ganzen Sachen weg. Ich würde fast die Kiste hier abbauen. Also auch doof. Ja gut, ich mache jetzt einfach so mitten in den Weg. Scheiß drauf, kann ich halt auch nicht helfen. So, wir wollen Schnaps machen. Wir brauchen dafür Fusel. Einmal. Achso, Brennstoff. Ich gehe mal eben Kohle holen. Gar kein Problem. Kohle, Kohle. Müsste hier oben sein. So, packe ich auch alles rein. Wir sollten ja gelegentlich auch mal Kohle hier nach unten bekommen. Drei Kohle bleiben übrig. So, und jetzt bitte einmal Schnappes. Ob ich so eine Infusion vielleicht auch mal selber probieren sollte? Das geht eigentlich auch relativ zügig. Kann man nichts sagen. Dann gehe ich in der Zeit mal 3 Fliegenpilze holen. Heute kommt auch der Händler, das heißt, wir bekommen wieder etwas Geld. Wobei etwas ist gut, ne? Wir kriegen inzwischen schon nicht schlecht Geld. Das ist wirklich einiges. So, Eisen können wir direkt wieder aufräumen. Die restliche Kohle packe ich wieder hier hoch, damit die Zombies Bescheid wissen. So, das hier könnten wir jetzt alles aufräumen. Jetzt muss ich dieses blöde Papier die ganze Zeit mit mir rumtragen. Das ist auch super nervig. Ein Haufen Silbergeschichten. Sehr schön. So, und der Schnaps ist fertig.
Infusion. Dauert 5 Sekunden. Warte, ich kann gleich Bier mit abgeben. So, das können wir verkaufen. Für hier habe ich gerade, glaube ich, aktuell nichts. Wasser ist noch genug da. Neigt sich langsam wieder dem Ende. Und Karottensamen sollten wir dann jetzt auch endlich kaufen. Bevor ich das wieder vergesse. Tachchen, hallo. Schau mal. Oh ja. Sehr schön, dass du das alles kaufst. Brauche ich gerade nicht mehr. Ob wir wohl auch Schnaps verkaufen könnten? Also diese Infusion schon mal nicht, aber... Weiß schon, Schnaps. Wir haben halt Frau Amut noch nicht ganz auf unserer Seite. Das müssen wir noch hinbekommen. So, Kollege. Hier. Silbergeschichte. Ja, lass mich mal probieren. Ja, ich fühle mich inspiriert, ja. Ich brauche ein Weilchen. Komm später wieder. Jetzt muss ich mich erst einmal konzentrieren. Okay, wann ist später? Ich weiß nicht, wie lange hält so ein Rausch an? Unser Zombie. Oh, bitte lass ihn jetzt nicht gegammelt sein. Den habe ich ja schon wieder voll vergessen. Das ist nicht gut. Oh. Sonst habe ich wieder eine Infusion verschwendet. Das wäre schon ärgerlich. Wir kriegen ja immerhin auch nicht geschenkt. Ach nee, geht noch. Sehr gut. Ja, wird ein akzeptabler Mitarbeiter. Nicht das Beste vom Besten. Aber auch nicht unbedingt schlecht. So, sollte der gleich wieder Kisten machen? Ich denke, es wäre angebracht. Legst du los, oder? Woran mangelt es dir gerade? Ist doch alles da. Ach, na siehst du, geht doch. So, wie schaut's hier aus? Oha, diesmal richtig viel. Super angenehm. Das geht dann alles für Bier drauf. Den Rest hole ich auch noch. Ob wir wohl mal Schnaps verkaufen sollten irgendwo? Können wir das probieren? Den würde ich erstens sehr gerne mal trinken. Und so eine Infusion würde ich mir tatsächlich auch mal gönnen. Ich habe hier noch nicht so viel erlebt. Achso, ich habe ja klar, ich habe den Wein verkauft. Und ich habe die Karottensamen vergessen. Ich eile. So, der Zombie da drüben kann mal kurz warten. In 2 Tagen kommt der Inquisitor. Ach siehst du, wir können auch gleich unser Geld mitnehmen. Wenn der da ist, können wir die Quest wieder abgeben. Und ich denke, dass wir ihn dann, glaube ich, auf 90% haben. Dann wird nochmal ein was kommen. Und dann haben wir den voll. Ich glaube, pro abgegebenem Organ hatten wir 5 Punkte bekommen. So, Karottensamen. 9 mal 4 wären 36. So viel hat er gar nicht. Ich komme morgen nochmal. Wir machen das dann voll.
So, dann gehen wir mal das Geld abholen. Gerade rechtzeitig. Andererseits, jetzt brauchen wir es ja eigentlich fast gar nicht mehr, ne? Wir könnten uns das Zeug für das Schwert zusammenkaufen, rein theoretisch. Es wäre jetzt keine Schande. Hallo Schlange. Wir können uns blaue Punkte kaufen. Also generell, wir können uns grüne, rote, blaue Punkte kaufen. Was ja auch nicht schlecht wäre. Ich gehe mal eben nach dem Wein schauen. Die Geschichte können wir noch ablegen. Aber das wäre es dann auch gewesen. Ach, das ist doof. Jetzt mit den Kisten komme ich hier nicht mehr durch. Jetzt muss ich wirklich jedes Mal außen rum. Wir müssen unbedingt hier umstrukturieren. Aber alles mal ausfallen lassen. Boah, ätzend. Aber wir hatten so viel mehr Platz. Wir könnten manches vielleicht sogar verdoppeln. Achso, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier. Hopfensamen sind sehr viele da. Traubenkerne sind auch noch genug da. Und wie viele Trauben? Und wie viele Hopfen? Wir machen Schnappes. Weil wir auch so viel Rotwein echt gut verkaufen könnten. Ist halt die Frage, können wir Schnaps verkaufen oder nicht? Und wenn ja, was bekommen wir dafür? So, das kann jetzt ein kleines Weilchen dauern. Wie viele Fässer kann man denn anschmeißen? Einen haben wir noch unten im Keller. Wir sind jetzt bei 2 Fässern. So, hier kommt Fass Nummer 3. Wir haben noch nie so viel Rotwein gemacht. So, Fass Nummer 4. Und ein Eimer bleibt wieder übrig. Ich nehme zu mir ein Bierchen. Ich brauche auch noch mal kurz Fliegenpilze. Boah, wie es hier ruckelt. Wir werden doch wohl nicht zu viel gebaut haben. Nein, hier nicht fällen. Pflück mal. So, exakt 3 Stück. Oh, ich bin so gespannt, was da passiert. So, das heute ist Tag der Schlange. Heute passiert, glaube ich, nichts Spannendes. Wir können also arbeiten. Das kann ich mal ablegen. Gegebenenfalls können wir heute wieder Samen kaufen. Ist der so schnell? So, einmal können wir noch fertig machen. Ah nee, habe ich ja fertig gemacht. Ich habe ja Bier getrunken. Stimmt. Dann können wir den Hopfen auch noch aufräumen. Der macht jetzt halt eigentlich nur noch Goldbier, ne? Ob das mal so gut ist? Das werde ich jetzt inzwischen nicht mehr besonders gut los, ne? So. Cool, ich kann halt jetzt eigentlich nur warten auf morgen. Auch ein bisschen frustrierend. Nein, wir können aufräumen. Wir können Holz von der Kirche holen. Wir sollten Holz von der Kirche holen. Damit wir da endlich mal fertig sind. Beichten will keiner, schade. Siehst du, ist auch gar nicht mehr so viel. So, das kann man alles schon mal rausschieben. Dann haben wir hier das Gefummel schon mal nicht mehr.
So, da schieben wir mal alles wieder schön an den Zaun. Dann kann das hier wieder raus. So, das alles wird vermutlich sowieso nicht funktionieren. Warum schiebe ich das weit hoch? Alles kriegen wir eh nicht vor. Aber dann haben wir es trotzdem schon mal unten. Oh, wir kriegen sogar alles vor. Angenehm. Sehr, sehr angenehm. So, dann ist der Friedhof auf jeden Fall schon mal leer. Außer die Gräber, klar, die müssen wir noch machen. Aber das ist ja dann auch nicht mehr so schlimm. Die Leiche hier müssen wir auch noch aufräumen. Weißt du was, ich schiebe das mal hier an die Mauer. Dann können wir hier vielleicht doch wieder so eine Kette machen. Dann spare ich mir wenigstens ein bisschen Strecke. So, einmal hier rüber. Dann liegt das hier auch ganz sauber in Reihe und Glied. Ja, Glied gesagt. Ja. Das hat er. Oh, ich hoffe so, dass wir Schnaps verkaufen können. Und da bringt er schon die nächste Leiche. Meine Kapazitäten. Esel, ich bitte dich. Und dann auch noch mitten im Weg. Ich brauche den Platz doch. So, jetzt ist diese Mauer leider gleich voll. Weil rein theoretisch können wir es ja schon etwas hochschieben. Es bleibt ja gerade. Oh, das wird gut. Das wird richtig gut. Und dann haben wir es auch gleich hinter uns. Dann ist es alles nicht mehr so schlimm. Wir werden so viele Leichen verbrennen können. Man wird uns den Verbrenner nennen. Als wären wir ein Motor. Geil. Wir hätten nie Holz gebraucht. Einfach nur den Friedhof leerräumen. Hätte schon vollkommen gereicht. So. Ich glaube, das wird so gut aussehen. Und der letzte Baumstamm. Oh, ich freue mich. Oh nein. Wir haben einen verloren. Halb so wild. Der hat sich leider rausgebackt. Aber sonst wenig Verlust, das ging ziemlich gut. Cool, ich kann die so über die Mauer holen. So, jetzt müsst ihr erstmal wieder was verarbeiten. Ja, ist voll. Dachte ich mir. Dann können wir hier auf jeden Fall wieder was rausholen. Ist der Wein unten fertig? Kann ich Schnaps brennen? Oh ja. Oh ja. Das ist so gut. So, machen wir hier gleich den nächsten. Und hier
6 Flaschen Schnappes. Den können wir doch bestimmt irgendwo verkaufen. So, kriege ich den auch noch drauf? Fürs Gewissen. Junge, arbeite bitte mal schneller. Und kriegen wir da ein weniger? Das wäre ja unverschämt. Oh ja, das ist so gut. Dann würde ich sagen, nächste Folge kümmern wir uns hier erstmal um die Leichen. Ich kann da schon mal eine mit reinnehmen. Oder komm, ich nehme beide rein. Die müssen ja draußen nicht frieren. Und dann gehen wir auf jeden Fall auch zum Inquisitor und sagen dem Bescheid, dass wir jetzt hier Erkenntnisse haben. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und bis morgen. Ciao, ciao.